Oder auch nicht. Ja. Virus kann ihn doch nicht heilen, also sollte er jetzt wenigstens einmal einen Schluck trinken. Hier. Zusammenhalten! Ah, du brennt. Vorgrim heilen. Vorgrim wieder angreifen. Für den Kaiser! Und da ist Ardo gefallen, bevor ich reagieren konnte. Das bringt uns in eine noch schlechtere Ausgangslage. Es wirkt hier auf Vorgrim und Plurum Barum. Ja. Das können wir überspringen. Ardo steht auf. Ich sollte ihn sofort versorgen. Na? Ach so, ja, ich bin ja dabei. Ich bin ja gerade dabei, Ardo zu verarzten. Der sollte einen Schluck trinken. Vorgrim einen Schluck trinken. So. Feieres Vorgrim heilen. Ardo draufhauen. Ich könnte Mana gebrauchen. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich die Sequenz nicht hab laufen lassen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Einfach einen Verband und so einsammeln. Zusammenhalten! Ich habe so das Gefühl, ich bin hier zu früh hingegangen. Was? Jetzt könnte ich sowas wie einen Zaubertrank gebrauchen. Und ich habe Heiltränke. Ich habe Heiltränke. Nee, die habe ich nicht. Die hat... So. Auf. Vorgrim halt mir bei denen da vom Hals. Ihr. Zusammenhalten. Ardo geht gleich auf den los. Feiris geht auf den los. Und ich gehe auf den los. Vorgrim trinkt einen. Ah, Gott. Und Vorgrim ist umgefallen. Bevor ich was machen konnte. Ja. Feieres Ardo heilen. Ich. Fulminictus. Fulminictus fehlgeschlagen. Feieres stirbt. Feieres ist tot. Da kommen schon die nächsten Gegner.
Das ist jetzt diesmal noch blöder gelaufen als das letzte Mal. Und jetzt steht Arthur wieder allein gegen drei. Ich sollte viel mehr Ressourcen verbrauchen, fällt mir gerade so ein. Zusammenhalten! Okay, wieder das den Autosave laden. Und da stehen wir wieder vor der Noti-Priesterin. Hm? Ja. Ja. Diesmal benutze ich gleich von Anfang an Schleifsteine. Florumbarum und dann Kugelblitz. Aber... Also sie jetzt diesmal hinrennt. Okay, wir haben sie schon um ein Drittel runtergeschlagen. Ja. Was? Angriff! Was? Für den Kaiser! Ah, das war jetzt falsch, aber egal. Virus kann mich kurz ein bisschen heilen. Na? Bei Angriff! Zusammenhalten! Diesmal läuft's. Ich soll nichts sagen. Ich wollte gerade sagen, diesmal läuft es um einiges besser, aber wenn ich das jetzt gesagt hätte, obwohl ich hab's gesagt, es geht garantiert irgendwas wieder schief. Genau, hau lieber auf Filiason drauf. Der rennt uns nachher eh weg, den brauchen wir also nicht. Ja, klingt hart, aber ist so. Filiason brauchen wir im Augenblick nicht. Wir brauchen nur mehr Munition für Fyrus. Weiche! Ja. Zusammenhalten! Für den Kaiser! So, langsam geht uns aber Ausdauer und so weiter aus. ...30 Lebenspunkte hat sie doch. Sollten wir mal warten, bis sich alles ein bisschen regeneriert hat. Obwohl, vorhin kam mit seiner Ausdauer nochmal mit einem... ...Wuchtschlag draufhauen, was nichts macht. Für eine alte Priesterin ist sie ganz schön widerstandsfähig. So. Die Zwischensequenz, die lasse ich diesmal laufen, weil ich habe so das Gefühl, das wäre während der Zwischensequenz. Was auch immer hinter diesen Geschehnissen stecken mag, uns bleibt nicht viel Zeit. Es gilt, das Löwentor gegen Karzak zu verteidigen. Folgt mir! Ja, da ist wieder das 300 für Arme. Da kommen die Invasionstruppen. Dann. Genau.
Und bevor wir was anderes machen, Quick Save. Ja, genau das meinte ich. Alle wieder fast voll geheilt. Ich habe wieder fast ich habe schon wieder fast die Hälfte meines Manas. Und da kommt der erste Hordekrieger. Gegen den verwende ich jetzt aber kein Mana. Nur Ausdauer. Und Schleifsteine. Okay, gegen die da könnten wir Mana verwenden. Aber nur ein Fulminictus. So. So geht das schon mal viel besser von der Hand. Bei meiner Treue. Ja. Fyris sollte sich selber heilen. Ardo hilft da drauf hauen. Und Fyris sollte dann auch gleich mal Vorgrim heilen. Der Hordenschütze da hinten steht zum Glück nur doof rum. Okay. Alle auf den Anführer. Ich habe nicht genug Mana für einen Kugelblitz. Deswegen Mana-Trank. Auch wenn es der einzige ist, den ich habe. Ja. Vorgrim bitte auf den da. Der macht mir nämlich sonst zu viel Aua. Beiriss. So. Gegensturm. Und ein Kugelblitz. Jetzt kann Vorgrim auch auf den einschlagen. Und vorher Ausdauerpastillen nehmen. Stärkebonus durch Heldenaura. Das mit dem Kugelblitz war leider nicht ganz so das, was ich gehofft hatte. Jetzt trinkt Vorgrim lieber mal ein. Noch ein Kugelblitz in der Hoffnung, dass der diesmal klappt. Na? Angriff! Könntet ihr den da mal bitte umbringen? Ich danke euch. Da hat sie wieder Vorgrim erwischt. Was? Sanyasa! Ich glaube, das wird so definitiv nichts. Steht wieder nur noch Ardo. Irgendwie zeichnet sich da ein Muster, kann das sein? Nee. Leute, ganz ehrlich, ich verschwende einen Haufen Zeit bei diesem Kampf. Ich habe jetzt sogar extra mal ein Quicksaving gekriegt, aber trotzdem. Ich brauche erstmal eine Pause. Und dann können wir das weiter versuchen. Deswegen mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann.